Ja, ich muss echt aufpassen. Ich habe echt Angst, dass das Spiel wieder abstürzt. Ach so, wenn ich gerade das sage, sollte ich vielleicht speichern klicken. Speichern. So. Und dann schauen wir uns mal das an. Ich sehe mir den Zylinder auf meinem Arbeitstisch genauer an. Ach so, vielleicht sollte ich den Zylinder auswählen. So. Gut. Dann. Der Zylinder ist von einer außerordentlich hochwertigen Qualität. Sein Träger muss wohlhabend sein. Drehen. Finden Sie Hinweise, die auf die Identität des Besitzers dieses Zylinders schließen. Jemand hat die Schleife gegen eine modernere Variante ausgetauscht. Diese Person muss etwas von zeitgenössischer Mode verstehen. Keine Bedienstete, sondern eher eine Person, die auf Details achtet. Der Mann muss verheiratet sein. Mhm. Was haben wir denn hier? Bei dem Zylinder handelt es sich um die Maßanfertigung eines bekannten Hutmachers in der Nähe des Old Bailey Gerichtsgebäudes. Das hat er daran erkannt. Nicht schlecht, Herr Specht. Achso, vielleicht ist, so kann man es ja auch noch drehen. Haha. Oh, da ist was zerrissen. Sein Haar wird grau und dem Geruch nach zu urteilen, pflegt er es mit Kampferöl. Wahrscheinlich ist er Anfang 50. Okay, und was ist das? Leichte Kratzspuren. Okay, die Kratzspuren, die sind weird. Leichte. Der Mann trägt eine Brille. Immer wenn er sie aufsetzt, schabt er mit dem Bügel an die Seiten des Zylinders. Er dürfte gebildet und eher weitsichtig als kurzsichtig sein. Wie kommt denn auf diese didaktischen? Abnutzungsspuren, die auf Hitzeeinwirkung hindeuten und starker Tabakgeruch. Ohne Zweifel ein Zigarrenraucher. Was bestätigt, dass dieser Zylinder dem Besucher des Journalisten gehört. Jetzt habe ich die perfekte Beschreibung des Mannes, den ich suche. Der mysteriöse Besucher des Journalisten muss einen angesehenen Beruf haben und der oberen Gesellschaftsschicht angehören. Er ist wohlhabend und verheiratet. In Farleys Anwesenheit hat er Scotland Yard angerufen. Er geht im Gerichtsgebäude ein und aus, weswegen er dort in der Nähe auch Einkäufe tätigt. Der Besitzer des Zylinders ist Richter. Werfen wir einen Blick in meine Akten. Vielleicht kann ich den Richter identifizieren. Für einflussreiche Persönlichkeiten habe ich ein besonders gutes Gedächtnis. Okay. In seine Akten, damit heute vermutlich sein Bücherregal, oder? Meint er sein Bücherregal? Meint er sein Bücherregal? Meint er sein Bücherregal? Oder meint er... Achso, das hatten wir schon. Oder meinte er hier irgendwas? Ich glaube eher, er meinte sein... Warte, was gibt es? Oder war ich hier direkt was? No. Okay, dann meinte er vermutlich... Ah ja, da ist es. Ich habe die Akte gefunden und sollte sie mir auf meinem Arbeitstisch näher anschauen. Dann auf geht's. Swing your tiny little ass. Ich habe die Akte gefunden. Achso, ups. Ich vergesse sie mal auszuwählen. So. Und leg es hin. Gut. Also. Ja. Das ist jetzt nicht schwer. Der trägt auch einen Zylinder. Raucht er Zigarre? Ich glaube eher nicht. Eine Brille trägt er auch nicht. Aber Moment mal, er trägt auch keine Brille. Ach so, ist er verheiratet? Das kann man daran. Ja, er ist... Ach so, doch, er trägt eine Brille da. Er trägt eine Brille. Boah, das ist ja voll mies. Okay, er trägt eine Brille, er ist verheiratet. Er raucht eine Zigarre. Hat er graues Haar? Ja.
und trägt ein Zylinder. Das sieht man ja. So. Er hat ebenfalls, er trägt einen Zylinder. Ja, hier ist der Zylinder. Er trägt eine Brille. Er raucht aber keine Zigarette. Er hat aber graues Haar und ist er verheiratet? Er ist verheiratet. Und zu Lawrence Bromsby. Zigarre und verheiratet. Zylinder, Zylinder, Zylinder. Aber er trägt keinen Zylinder, oder? Nee, ich sehe hier keinen Zylinder. Graue Haare und Brille hat er dafür aber. Ach, ups, das wollte ich gar nicht. So. So, und eine Brille hat er. Ja. Ja, das ist er. Richter Beckett. Das hätte ich auch selber sagen können. Konnten Sie dem Zylinder seine Geheimnisse entlocken, Holmes? Watson, dieser Zylinder gehört Sir Couts Beckett, einem Richter des Londoner Justizpalastes. Ein Richter? Warten Sie. Sagten Sie Sir Beckett? Der Name kommt mir bekannt vor. Ja, was für ein außergewöhnlicher Zufall, Holmes. Erst heute Morgen habe ich im Globe Explorer etwas über ihn gelesen. Ohne Zweifel hat dieser Beckett gute Beziehungen zur Schmutzpresse. Ich habe die Zeitung von einem Halunken gekauft, der dann weggelaufen ist, ohne mir mein Wechselgeld zu geben. Ich bin mir sicher, ich habe ihn schon einmal gesehen und... Ersparen Sie mir die Details, Watson. Zeigen Sie mir den Artikel. Da bin ich mal gespannt. Globe Explorer. Eine großzügige Frau. Lady Cathy Cutts Beckett, Gattin des ehrenwerten Richters Cutts Beckett, ist wahrlich eine außergewöhnliche Frau. Sie widmet ihre Zeit und finanziellen Mittel dem Wohl sozial benachteiligter Kinder, indem sie unterrichtet. Wenn die meisten wohlhabenden Familien diese armen Wesen die Tür in ihrer luxuriösen Herrenhäuser vor der Nase zuschlagen, öffnet Lady Beckett die ihrige. Sie rief eine Schule für Kinder ins Leben, die des Lesens und Schreibens nicht kundig sind. Die Schule öffnete vor 8 Jahren ihre Pforten und laut unserer Schätzungen durften bereits nahezu 150 bedürftige Kinder hier lesen und schreiben gelernt haben. 150 Kinder, die dank der Großzügigkeit dieser Frau einem Schicksal als Bettler entronnen sind und eine würdige Zukunft haben werden. Aber das ist noch nicht alles. Neben der Tatsache, dass sie den Kindern einen Zugang zu Kultur und Bildung ermöglicht, geht sie mit ihnen auch auf Reisen, zusammen mit ihren Bediensteten, deren tatkräftige Unterstützung bei so vielen Schülern dringend gebraucht wird. Dieses Jahr fährt sie mit ihnen nach Portsmouth. Für die meisten der Kinder wird es das erste Mal sein, dass sie das Meer zu Gesicht bekommen. Ausnahmsweise kann Richter Beckett seine Gattin nicht begleiten. Der angesehene Magistrat sieht sich wegen wichtiger Angelegenheiten leider gezwungen, in London zu bleiben. Wir wünschen dieser engagierten Frau und ihren Schülern eine gute Reise und danken ihr für ihre uneigennützige Arbeit. Okay. Lady Beckett ist also auf Reisen in Portsmouth. Das bedeutet, ihr Gatte ist allein zu Hause. Statten wir ihm doch einen Anstandsbesuch ab, Watson. Mit etwas Glück verlassen wir sein Haus mit ein paar Habanos Clarissimo. Dass sich ein Richter des Hohen Gerichtshofs für Sie interessiert, ist nicht verwunderlich. Sie haben so viele Kriminalfälle gelöst, dass es 1000 Gründe dafür gibt, sich mit Ihnen zu beschäftigen. Aber warum hält dieser Richter es für notwendig, im Verborgenen zu agieren? Das ist in der Tat merkwürdig. Vielleicht wollte er einfach nur vermeiden, zusammen mit diesem Farley gesehen zu werden. Mr. Kirby, unser örtlicher Postbote, schuldet mir noch einen Gefallen. Er wird mir sicher Beckets Adresse geben. Er müsste um diese Zeit noch im Postamt sein. Ich mache mich gleich auf den Weg, Holmes. Gut, Watson, aber beeilen Sie sich. Während Sie weg sind, treffe ich Vorbereitungen für unseren Besuch. Sir Couts Beckett, ich habe seine Adresse. Nach einer gemütlichen Tasse Tee können wir uns auf den Weg machen. Nur nicht so bequem, Watson. Wir brechen sofort auf. Oh Gott, meine Stimme. Oh, meine Stimme ist weg. Alter, ich wollte gerade wah, wah, wah machen, weil... Sorry, John. Es gibt hier aber hier keine Pause. Obwohl doch, wir gönnen dir eine kleine Pause. Denn ich würde sagen, an dieser Stelle gönnen wir uns allen mal eine kleine Pause. Und, ich werde diese Aufnahme jetzt beenden. Wir haben jetzt das nächste Kapitel abgeschlossen. Und ja, mein Hals bzw. meine Stimme signalisiert mir langsam, dass ich meine Pause einlegen sollte. Und ja, deswegen vielen Dank, dass ihr euch die Videos angesehen habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es tut mir so leid, wenn ich zu verpeilt gewesen bin, dass ihr
vor eurem Rechner saßt und 1000 Facepalms gemacht hat und vielleicht mir auch deswegen Daumen runtergegeben hat oder so. Es tut mir so leid. Ich bin so doof. Aber das Spiel macht trotzdem eigentlich voll viel Spaß. Und ich hoffe, ihr bleibt noch dabei. Ich hoffe, ihr schaut euch doch die nächsten Folgen an. Und ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und wenn nicht, gefallen vielleicht ein paar andere Let's Plays oder so. Naja, und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst wiedersehen. Also bis dann, meine Lieben. Eure Fini. Cheerio. Hallöchen, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Testament of Sherlock Holmes. Und wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Also es ist ja gerade so ein kleiner Cut gekommen, deswegen erspare ich mir mal zu Beginn irgendetwas zu sagen, was letztes Mal passiert ist, denn das Video geht ja jetzt weiter. Ja. Gut, wir müssen jetzt in Richtung des Richters, also wir müssen dem Richter mal einen Besuch abstatten. Dazu gehen wir auf die Karte. Und wir haben hier Farleys Büro und Richter Beckets Haus. So, würde ich mal sagen, auf geht's zu Richter Beckett. Mal schauen, was der uns sozusagen hat, beziehungsweise was wir dort herausfinden werden. Das ist das Haus von Richter Beckett. Es ist riesig und macht einen ganz schön luxuriösen Eindruck, Holmes. Der Mann hat eine außerordentliche Karriere hingelegt. Wer sagt, dass sich Verbrechen nicht auszahlen? Die Frage ist lediglich, für wen? Wie war, Watson? Versuchen wir, einen Weg hineinzufinden. Was ist das eigentlich für ein Paket, Holmes? Sie haben auf dem Weg hierher kein Wort darüber verloren. Kekse für meine Tante. Für Ihre Tante? Hören Sie auf, mich an der Nase herumzuführen, Holmes. Wenn Sie eine vernünftige Antwort wollen, sollten Sie eine vernünftige Frage stellen. Wenn Sie meinen, ich werde jetzt an der Tür klingeln. Das sollte eine Aufgabe sein, der ich gewachsen bin. Nein, lassen Sie nur, ich werde klingeln. Meine streiten sich noch, wer klingeln soll hier. Ach so, genau. Ich sollte immer zuhören. Schauen wir erstmal uns das Tor an. Können wir hier noch ein bisschen rumgehen? Können wir mit der Frau dort reden? Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Können wir uns hier frei bewegen? Echt cool. Können wir mit dir reden? Ja, können wir. Hallöchen, Blumendame. Mr. Holmes, Dr. Watson. Wie schön, Sie wiederzusehen. Erinnern Sie sich noch an mich? Selbstverständlich, Miss Lucy. Wer könnte solch ein schönes Lächeln vergessen? Sie sehen reizend aus. Watson, wir haben zu tun. Holmes, Sie erinnern sich doch bestimmt noch an Lucy. Wir haben sie im Zuge unserer letzten Ermittlungen in Whitechapel kennengelernt, als wir Jack the Ripper. Ich erinnere mich lediglich an die essentiellen Details dieses Falls. Unser kurzes Wiedersehen hat mich sehr gefreut, aber ich muss jetzt leider gehen, meine liebe Lucy. Auf bald, Doktor. Ja, Sherlock neigt ja dazu, dass er sich nur die wichtigsten Dinge merkt, die ihm auch im weiteren Verlauf seines Lebens nutzen können. Können wir da irgendwas machen? Nee. Weswegen er unter anderem auch so gut wie nichts über den Kosmos weiß. Und das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da ist jemand verstorben. Aber bevor wir uns das anschauen, was hat es mit... Ach, vielleicht müssen wir auch ausziehen. Das ist auch gut möglich. Ein Umzug. Selbst die Bewohner der wohlhabenderen Viertel haben keine Perspektive mehr. Was für schlimme Zeiten. Überraschend ist das nicht. Der Mangel an Waren und Arbeit macht das Leben in London schwer. Ja, was ich noch sagen wollte, also zum Beispiel weiß Sherlock auch so gut wie gar nichts über den Kosmos, also dass sich... Oh, ist hier eine unsichtbare Wand? Oh ja, hier ist echt eine unsichtbare Wand. Okay, das heißt, soweit können wir hier nicht lang... Oder? Nee. Und, das heißt beispielsweise, weiß er nicht, dass, die Erde sich um die Sonne dreht. So rum. Beziehungsweise ihm ist das total egal. Denn er,
weiß, dass diese Information für ihn nichts bringt. Und ja, deswegen speichert er sie sich auch nicht ab. Aber hat mir die Tür nicht eben gerade schon untersucht? Lässt sich nicht öffnen. Oh, okay, ja. So weit waren wir auch schon. Gut, ja, dann betätigen wir mal die Klingel und schauen mal, ob jemand da ist. Keine Reaktion, scheint niemand da zu sein. Sollen wir warten, Holmes? Nein, verschaffen wir uns diskret Zutritt. Die Abwesenheit des Richters kommt wie gerufen. So können wir uns ungestört genauer umsehen. Sie wollen allen Ernstes in das Haus des Richters einbrechen? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Holmes? Seien Sie unbesorgt, Watson. Ich werde alle Spuren unseres Besuchs beseitigen. Sie sollten sich selbst reden hören, Holmes. Sie klingen wie ein gewöhnlicher Krimineller. Wir sind nicht kriminell. Was? Sherlock würde niemals etwas Kriminelles tun. So, ich sehe da schon, das sieht doch aus, als ob man da hinten weiter könnte. Aha. Aber der ist bestimmt abgeschlossen. Ah, ist nicht abgeschlossen? Ist das... Das ist aber sehr verantwortungslos von dem Richter. Ah, und hier ist ein Fenster. Können wir das öffnen?